Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier Kategorie Thüringen Version 3.1.01. Ja, wir fahren mal wieder los und wir schicken mal gleich mal den Takter durch Mist zur BGH. Hof 3. Und so, ansonsten so ein bisschen Arbeit. Aktuell ist nichts reif. Wachstum ist auch nicht gekommen. Also nach wie vor abgeerntet, wird man den Traktor zurückfahren. Richtung Startanfang. Denn da kann er wieder anfangen, ne? Das ist der andere Glas, wie man sagte, wie Zugfarbe. irgendwo ist er, der kann auch Pflegereifung oder so. Oder ist keine Pflegereifung? Ne, ist keine. Standard. Wollen wir den tauschen? Zwei Anhänger haben wir mittlerweile schon. Dann werden wir den die G2 nehmen und die auf Pflegereifung einstellen, denn hier ist ja Pflegereifung. Das ist jetzt auf Pflegereifung, das passt. Dann tauschen wir ihn um. Dann müssten wir ja, rechts haben wir noch einen Feldweg. Könnten wir theoretisch dann auch zurückfahren. Ich habe mein Licht ein bisschen verbessert. Einer immer ein extra Licht mal aktiviert, mal angeschaltet und ein bisschen hingestellt. Etwas höher von mir, wie die von den Augen blendet. Und ich habe ein bisschen gedimmt. Das funktioniert über eine App von Philips, eine Firma. Das sind LED-Lampen. Ich kann verschiedene Farben einstellen, verschiedene Stimmungen. Wie man haben möchte. Ne? Schon drei Lampen kann man anschließen, ich habe zwei. Ist auch ganz praktisch, dadurch wird meine grüne Wand beleuchtet und dadurch ist sie noch ein bisschen optisch besser versteckt. Ja, hier ist Pferdegras gewesen, das soll nur nachwachsen. Wir haben jetzt den dritten Tag, am vierten Tag müsste jetzt hier Wachstum durchgehen normalerweise. Müsste. Getreide ist noch nicht reif, klar, das wirkt sich jetzt aus, natürlich, dass ich im Frühling erst die Aussaat gemacht hat, wo so drüber hingefallen ist und noch unten bekommen. Macht ja nichts, ne? Das ist ja Pferdegras Heu. Feucht Heu. Pferde feucht Heu. Oder wie heißt es heißt. Na jedenfalls, den werden wir hier stehen lassen, den Anhänger und den Traktor werden wir zum Hof fahren. Umtauschen. Können die auch vor umrüsten auf Breitreifen. Vielleicht kann ich den irgendwo verwenden, wenn wir jetzt ein bisschen Grassilage machen werden. Normale Grassilage. Es ist doch noch sehr feucht, das wird auch nicht trocken werden so schnell. Hoffe, dass das Wetter bald besser nicht mehr verrückt spielt, sondern einfach normal sein wird. Aber schauen wir mal, ne? Erstmal umrüsten auf Breitreifen und dann gleich den nächsten. Ja, Eye-Tracking habe ich wieder ausgemacht, weil es einfach, das hat zu sehr geflackert. Also für mich persönlich ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber zum Zuschauen ist das vielleicht nicht so ideal. Ich versuche immer reinzusetzen als Zuschauer, wie es sein könnte und was ich persönlich immer nicht mögen würde. Würde ich auch keinen persönlich zumuten wollen, wenn es so extrem flackert vor allem. Das ist ja nicht nur kurz besten. Wenn man nicht zum Beispiel Kontrollmonitor schaue, rechts technische Daten, Temperatur und so, Leistung der Grafikkarte etc., dann ist es sofort nach rechts schwenken und schaue ich so links zum Aufnahmeprogramm direkt zu euch, ne, dann wird sofort nach links schwenken. Das ist dann ungünstig zum Zuschauen. So, das war eine normale Bereifung. Wir nehmen jetzt Radgewicht, den wir da vorne auch hatten. Nee, nur hinten. Wir machen Breitreifen, das passt. GPS machen wir nicht. Ja, jetzt haben wir ja. Geht ja darum, dass wir für nächstes Jahr eigentlich Raps draufbringen wollen. Ich jedenfalls. Achso. Und das müsste eigentlich jetzt. Naja. Raps, ich muss mal ganz gucken, ob das hier vom Geomod auch so drin ist.
Das muss nicht unbedingt so sein. Gut. Raps könnten wir theoretisch aussehen ab Ende Sommer. Ja gut, bis zum späten Herbst. Von daher ist es günstig. Also die Ernte wäre normalerweise auch so wie Getreide, Weizen, Gerste. Sonnenblumen müssten bald, müsste alle gewachsen sein. Ne? Normalerweise. Na, ich quatsch hier nicht. Dem Bereich ist es. Und zwar Wachstum, Sonnenblumen. Ich muss mal probieren, ob ich hier düngen kann. Ne? Denn von Düngen, da geht noch was. Theoretisch. Dann ist hier so ein K2 mit Pflegebereifung. Dazu muss ich mal rauffahren. Dann müsste sich dunkelblau färben. Dunkelblau ist Quatsch. In der Karte ist dunkelblau, aber der Boden müsste dunkler werden. Das kann man so nicht richtig erkennen. Aber sieht dunkler aus, ne? Ja, gut. Hier nochmal Kontrolle. Ist dunkler. Dann müssen wir 47, 48, 41 gedüngt werden. Zumindest 47, 48, 41 und 42 habe ich ja schon gedüngt. Das muss nochmal wachsen. Und 12. 12 muss auch noch gedüngt werden. Das ist Sonnenblumen. Das heißt, hier Kurs Play Programm starten. Kursgenerierung. Feld 47. Ne, ein Fahrzeug. Und Vorgewende. Nehmen wir ruhig zwei. Da macht er sich besser beim Wenden. Da muss er nicht hin und her fahren. Ne? Macht dann nur einmal die Kurve. Passt das. Gut. Und ersten Wegpunkt einstellen. Gut, da kann er das machen. 20 km/h. Ne? Oder so schon kaputt. Düngerstreuer? Ja, gut, der Düngerstreuer kaputt. Der muss dann mal repariert werden. Müsste eigentlich im Menü gehen. Ja, das ist ein anderes Menü. Düngerstreuer. Eins, also das ist der kleine. Mit denen wollte ich später mal die Silage reinbringen. Das ist der Riesen. Oder den können wir auch nehmen. Aber ja, den müssen wir halt einen anderen Dings haben. Aber keine Panik, das machen wir schon noch. Gut, einmal reparieren. Zurück. Gut, dann macht er auch 20 theoretisch. Das dauert wie lange ungefähr? Jo. Achso, entlassen. Dauert eine halbe Stunde. Na ja, gut. Die Folge. Ja. Morgen, übermorgen. Dann wollte ich jetzt im Hof 1. Dann können wir den auch noch nutzen. Denn das dauert sonst so lange. Tag Mu. Das wird gerade mit Gaspedal gehen, ne? Geht ja nicht. Kann man zwar einstellen, aber das wäre dann blöd, ne? Wir müssen den mal. Fahren wir hin. So. Ein mit Gewicht. Hat er auch Gewicht? Hat auch Gewicht. Den rüsten wir oben auf Pflegebereifung. Sonst können wir nicht in den Sonnenblumenfeld reinfahren. Ja, gerade so.
wo er auf dem Feld gearbeitet hatte, ob nun zettern oder schwattern oder Ballen fressen, aber Breitreifen besser aufgrund des Mods unten rechts. Gibt ja wieder ein Update dafür. Ich bin aber jetzt vorsichtig, ich muss an meinen alten Mod mal sichern, falls das nicht so funktioniert, wie das wie es soll, ne? Denn und so funktioniert ganz gut. Beim letzten Update hatten sich die Vorderräder stark eingedreht in den Boden. Ist ja ungünstig, ne? Wenn das Fahrverhalten sich ändert. Kann natürlich sein, dass. Na gut, nee, kann nicht sein. Aufgrund des anderen Mods, dass die Allrad entsprechend haben, dass es da wahrscheinlich Auswirkungen haben könnte. Muss ich aber spekulieren, weiß ich nicht genau. So, Zwillingsbereifung. Pflegebereifung. Zwillingspflegebereifung. Das ist dann für die Felder best wichtig. Der kann keine Pflegebereifung einfach. Das ist dann in dem Fall kein Nachteil. Weil er hier die Frucht nicht zerstört. In real Leben wäre es ja ein bisschen anders, da wäre trotz alledem eine Fahrspur vorhanden für auf ein Getreide jedenfalls. Und ja, da wären Breitreifen dann ungünstig, ne? Da wären normale Reifen dann schon breit genug an die Spur wäre. Eigentlich so breit wie die Spur vom Anhänger soll das dann sein. Damit es entsprechend, naja, wirklich keine zwei Spuren zerstört werden, ne? Das sind wir von Anhänger, die Breite der Reifen am besten genauso breit wie die Breite vom Traktor. Dann hast du auch im Feld nur eine Spur zerstört und dann wäre das der Schaden begrenzt. Wenn man natürlich jetzt hier mehrere Breiten hätte, dann wäre eine richtige breite Spur hinüber. Hier, was die Pflegebereifung betrifft, ist ja eigentlich gedacht, mehr oder weniger, so wüsste ich jetzt, für Rüben. Weil Rüben sind ja gewisse Breiten gepflanzt worden. Und den Zwischenraum sollte eigentlich die Pflegebereifung erfahren. Ne? Eigentlich. So hat eigentlich mal gedacht. Bei Getreide haben sie früher ein Flugzeug gedüngt. Da war das nicht so dramatisch. Heute vielleicht nicht mehr. Heute ist das wahrscheinlich teuer. Weil die Flächen zu klein sind. LPG früher, da gab es, ja, da hat die LPG glaube ich nicht allein gemacht, sondern es gab es mehr so einen staatlichen Partner, der das dann für alle gemacht hat. Ne? Ich weiß nicht, ob das kostengünstig war oder teuer, ich keine Ahnung. Es war jedenfalls per Flugzeug gemacht worden. Also, Agrarflieger waren das früher. Bei mir zu Hause war da so ein kleiner Flugplatz. Das war mehr eine Wiese. Eine gepflegte Wiese, kann man sagen. Logisch, ne? Da kann natürlich kein Maulwurfshügel sein. Und da war so ein Mini-Bagger und dann haben sie entsprechend ihre Portion bekommen, ne? Fürs Düngen, ne? Jetzt fahren wir so Feld 12 und düngen da auch mal gleich. Das ist heute schaffen. Das Düngen. Pferdegras, Klee und das Luzernefeld ist ja ist schon gedüngt. Da muss ich warten, bis Wachstum kommt. Erste Stufe, da kann man normal düngen. Da kann auch der zurückfahren. Muss ich mal schauen, ob das Düngen erreicht. Es könnte sein, dass nicht reicht. Dann werde ich ja nachher noch Thüringen die Marsch aufnehmen. Dann muss ich da mal Dünger am globalen Markt verkaufen. Ich habe im Prinzip alles jetzt, was ich hier vom von der Karte alt Prinzip, also bevor ich wieder auf die Karte dann umgezogen bin, da ja aufgrund des Umbaus ein Neustart erforderlich war, habe ich im Prinzip alles verkauft, was hier im Lager war und alles an Silage gut geschrieben. Ich hatte ja eine ganze BGH voll gehabt, die ganze Silo voll gehabt.
über 4 Millionen Liter an Silage, das linke Mais vielleicht da gemacht. Und das war ja noch nicht mal möglich zu verarbeiten in der einen Woche. Das hieße ja dann theoretisch nur Silage machen, das wollte ich auch nicht. Und ich wollte ja mal einen neuen Kader starten. So, und das war ja nun nicht ganz geplant, dass ich da so früh komme. Ne? Genau wusste ich den Termin da sowieso nicht. Und das war im Grunde vom Zeitpunkt her eigentlich ideal, weil das der Herbst entsprechend da war. Ne? Das mittlere Silo wollte ich dann noch düngen, verarbeiten, zu BGH bringen. Aber die gerade ein bisschen geruckelt, bei mir jedenfalls, bei uns auch. Liegt ja nicht am Aufnahmeprogramm, sondern eher am zum Hof 1. Ne? Hof 1, Quatsch, Hof 3 braucht kräftig, also leistungsmäßig. Hat aber schon eine Vorkarte so gemacht. Ne? Die Gebäude und so, das ist Kühe und so, da muss berechnet werden. So, jetzt haben wir 12 rechts. Da glauben auch nicht mehr dünn. So. Bei der Auflegebereifung. Ja. Jetzt wollte ich gucken. Sonst ist das zu spät. Woman Kursplay geht nicht kaputt. Missfahrer fährt nicht. Ich kann berechnen und gleich mal einen Missfahrer gucken. Plusgenerierung Feld 12. Vorgewende 2. Und generieren wir. Muss er kurz berechnen. Ja, das passt. Ich gucke mal vorher nach, ob hier irgendwo ein Kurs einen Bereich kreuzen würde, wo vielleicht ein Baum stehen könnte. Ne? Da sollte man drauf gucken. Die Feldgrenze kann er gerne überfahren, wenn er kein Gestrüpp ist. Ne? Beziehungsweise Gebäude. So, gucken wir, was er ein Missfahrer macht. Das Förderband steht ungünstig, glaube ich. Ist ja auch nicht zu hören. Ist wieder nicht schön, nicht funktioniert. Ja, gut, da muss ich an einer Lösung arbeiten. Entweder ich mache statt um auf Mist. Müsste eigentlich mal gucken, ob ich das hinbekommen würde mit Einstellen für wegen der BGH. Wegen, das war 15.000, da kann man den großen schon nehmen. Ob wir damit Kursplay mal einen Kurs einfahren könnten. Also ich muss mir da auch mal vorher wieder ein Video angucken, aber schon mal hinstellen, dass ich da schon mal die Strecke fahren kann. Und zwar sollten wir den Silo hochfahren, wäre auch günstig. Ich habe aber den anderen eingestellt, ne? Ja. Hier ist Kalkstreuer. Der andere Kalkstreuer ist da hinten auch noch. Ja, die anderen beiden Fahrzeuge müssen wir wegräumen. Obwohl da. Die stören nicht. Mal kurz den Fahrer losschicken von. Ja, der fährt los. Okay, passt. Und war doch noch eingestellt. Ja. Das war doch wohl so, ne? So, die anderen beiden Fahrzeuge wurden wegstellen. Das wollte ich auch noch machen. Dass nicht irgendwann mal ein Fahrzeug hier langfahren muss und dann hier steht im Wege. So. Vom Schaden her geht's, tanken wollen wir auch nicht. So, einer von denen ist, oder beide sind am Mods. Dann weiß ich nicht genau welche von den beiden. Big X 10, 80, Big 10, ohne. Alle gleich. Ne, weil zwei machen die 18 km/h und der andere macht nur 7. Ist natürlich jetzt wie es wie Heu. Wo war ich hier mit Heu?
Ah, dort nebenan. Hoi. Ach so, draußen hier ist die Halle. Da ist ja der. Ich wollte schon sagen, ist der Heu drin. Und da müssen wir den anderen Ding noch holen, den Pickup. Den. Aber der ist auch nicht kaputt. Das ist ein kleiner Traktor mit Pflegereifer. Ich musste in meine Halle reinfahren. Nicht wegen der Ordnung oder so, weil dort weniger, dass halt die Straßen nicht belegt sind und keine Kurse blockiert werden. Ne? Darum geht es dabei. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Auch heute haben wir die Zeit irgendwie mit Arbeit beschäftigt. Erstaunlicherweise findet man immer was. Ja, morgen geht es hier weiter. Ich weiß auch nicht was, aber irgendwas kommt schon. Hier müssen wir schauen. Hat der Pflegebereifung? Ne, Breitreifen, normale. Weil da oben ist ja noch ein Fahrzeug, ein Anhänger mit für Kalk. Der muss da auch hin. Und so nach und nach ein bisschen aufräumen, Platz zu weisen, wo es hingehört. Da ist gar nicht mal ein Auto rein, sondern einfach so. Ja, die beiden sind verrutscht, aber alle kräftig. Backe. Gut, dass da ein Zaun ist. Gute Schau, das wird es auch schon vor heute gewesen sein. Ist aber schon Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Und ja, noch einen schönen Resttag. Tschüss.